Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute mache ich auf Wunsch von euch mal ein bisschen was anderes und nämlich ein Make-up-Tutorial. Ihr seht, ich bin hier noch komplett ungeschminkt für euch, weil viele von euch immer fragen, wie ich denn mein Make-up immer mache. Und die Antwort ist eigentlich genau so. Denn ja, 90% im Alltag laufe ich so rum, höchstens ein bisschen Puder und this was it. Ich mag das total, aber ab und zu schminke ich mich auch sehr gerne. Im letzten Shopping Haul Video, wo ich euch meine neuen Sportklamotten gezeigt habe, hatte ich mal ein bisschen ein spezielleres Make-up und vor allem daraufhin kamen sehr viele Reaktionen von euch auf mein Make-up und deswegen zeige ich euch heute, wenn ich mich dann alle Schaltjahr einmal mal schminke, wie ich das mache. Ich wünsche euch viel Spaß! Also, und zwar sehen wir hier die nackte Wahrheit. Als erstes beginne ich immer mal meine Augenpartien aufzuhellen. Und das mache ich mit einem hellen Flüssigconcealer. Summer, we are green under the sun. We do our best to hide. Innocence fading away as we learn the truth. And we'll be anything that we wanna be. Dann, was ich auch mache, wenn ich irgendwelche Hautunreinheiten habe, decke ich die auch gleich mit dem Concealer mit ab. So, das war Step 1. Einfach mal die Partien hier ein bisschen aufhellen, Hautunreinheiten abdecken, so kleine Pickelchen. Dann geht's weiter. Viele würden jetzt als nächstes dann das Make-up drauf machen. Ich mag kein Make-up. Ich nehme einfach einen Puder. Also mir reicht den Concealer. Und dann den Rest pudere ich einfach ab. Und das reicht mir auch schon, weil ich mag es nicht so 10 verschiedene Schichten. Also ich mache es wirklich nur zum Aufhellen, Puder und dann ist die Basis eigentlich bereits fertig. So, einfachheitshalber binde ich mir jetzt hier die Haare zurück, sonst genau, wird es hier ein bisschen schwieriger. So, nächstes mache ich mir jetzt die Augen, die würde man ja eigentlich zuerst machen. Genau, normalerweise im Alltag würde ich jetzt hier, sorry wie es aussieht, würde ich hier die hellen verwenden. Dann mache ich hiermit das dunkle und vorne im Auge und unter dem Braun das helle. Man sieht auch diese beiden natürlichen Farben verwende ich am meisten. Ich habe aber letztens in diesem MyProtein Shopping Haul etwas mit so ein bisschen, wie sagt man, dem Kupfertönen gemacht und ich glaube, das mache ich heute auch. Ich trage nämlich vom Outfit her etwas, weil das eigentlich gar nicht so schlecht passen würde. Also das heißt, ich wage mich hier ein bisschen an diese Töne hier. Jetzt als erstes, ich beginne jetzt mit den dunklen Farben. Wie gesagt, Make-up-Artisten lacht mich nicht aus. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Meine Ausbildung ist ein paar Jahre her. So, jetzt mal schauen, ob ich das durch die Kamera kann. Hiermit beginne ich. Ihr seht vom Pinsel her, ich glaube, das verwendet man eigentlich zum Verblenden, aber ich beginne eigentlich immer so direkt hier so in der Augenhöhle damit. So, als kleiner Trick, ich schaue geradeaus und gehe wirklich hier so in diese Höhle rein. Das kann ich eben mit diesem Pinsel sehr gut. Dann mache ich es hier unten, so am Ende vom Lid, auch noch hin. Und ich sage es jetzt schon, wenn ich mit so dunklen, intensiven Farben arbeite, muss ich vermutlich am Ende hier nochmal aufhellen. Deswegen würde man eigentlich die Augen ja zuerst machen. So, wenn diese Farbe schon mal drauf ist, nehme ich, habe jetzt diese hier genommen, nehme ich eine hellere für vorne. Dann nehme ich jetzt so ein, wie heißt denn die? Peach. Ich arbeite halt am liebsten mit meinen Fingern. Ich verblende das so eigentlich jetzt ineinander rein. So, und wenn das immer noch so aussieht, als wärt ihr ein Zombie, dann habt ihr immer noch alles richtig gemacht. Das Ganze ist nämlich noch nicht verblendet. Als nächstes nehme ich jetzt hier so einen hellen Lidschatten. Da habe ich jetzt hier den Fresh von Anastasia Beverly Hills. Könnte man auch mit so einem Pinsel hier arbeiten, aber ich gehe zuerst mal mit dem Finger daran.
das wäre es jetzt eigentlich mal soweit vom Lidschatten her. Jetzt sind aber die Brauen noch nicht in Form. Lidstrich fehlt und natürlich die Wimperntusche. So, meine Brauen ziehe ich hier ganz leicht ein bisschen nach. Ein schwarzer Lidstrich. Langsam nimmt es ein bisschen Form an, aber noch längst nicht komplett. Wimperntusche ist das nächstes. Das Wichtigste haben wir bereits. Jetzt kommt noch ein Detail an den Augen, das mache ich mit so einem abgeschrägten Pinsel hier. Und zwar nehme ich jetzt hier nochmal die Dunkelfarbe und ziehe mir hier unten die dunkle Farbe ein bisschen nach. Und dann innen im Auge mache ich das auch mit dem hellen. Ich nehme jetzt hier so ein Glitzergold. Fast beim Ende von meinem Look, und zwar kommt jetzt noch ein kleines Contouring. Das mache ich hier mit diesen Farben, und ich habe hier zwei abgeschrägte Pinsel. Zum einen einer, den ich für die braune Farbe verwende, und einer, da habe ich mir extra Rouge drauf geschrieben, weil den brauche ich wirklich nur für das hier. Und mit diesem hier mache ich den Highlighter, da habe ich hier so einen drauf, der ist aber nicht ganz so stark. Habe hier noch einen bisschen intensiveren, und das ist jetzt noch so das Finish. Um das ein bisschen weicher zu machen, arbeite ich gleichzeitig mit dem normalen Puder. Verfeine das so ein bisschen. Als nächstes nehme ich jetzt den hellen hier. Dann nehme ich den hier. Gut, dann zuletzt kommt noch der Rouge hier, das rote. Und das mache ich jetzt mit meinem Spezialpinsel. Nicht, dass ich plötzlich hier rot hinmache. Und das mache ich so. Hierfür lächle ich. Und wieder hier sind meine Bäckchen. Und genau die will ich ein bisschen frisch haben. Fest, nur so ein bisschen. Und natürlich wieder mit dem Puderpinsel ein bisschen verblenden. So, ich glaube, das ist so ungefähr das, was ich mache, wenn ich mich schminke. Ein bisschen sehr ehrliches Licht hier. Vielleicht muss ich das noch mal ein bisschen anpassen nachher selbst im Spiegel. Aber ihr seht, das ist eigentlich alles, was ich mache. Die Augen jetzt heute ein bisschen in einer kräftigeren Farbe. Aber ihr seht, anfangs hat es sehr schockierend ausgesehen. Aber wenn das dann verblendet ist, geht es eigentlich. Im Gesicht nur wirklich Concealer und Puder. Und dann halt einfach mit dem Contouring arbeiten. Ein bisschen Highlighter. Und dann ist das so für mich, ja, mein Look, wie ich es gerne habe, wenn ich mich denn mal schminke. Ja, die Lippen habe ich jetzt gar nicht gemacht. Das mache ich auch nicht. Bisschen Lipgloss, Lippenpomade drauf und fertig. Das reicht für mich.
Ja, ich hoffe, dieses mal etwas andere Video hat euch gefallen. Schreibt es mir in den Kommentaren, wenn ihr öfter mal ein bisschen sowas im Beauty-Bereich haben wollt. Viele haben auch schon gesagt, sie möchten sehen, wie ich mir meine Haare mache. Also schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, meine Lieben. Noch ein Tipp am Rande. Unbedingt Hände waschen. Ich bin auch schon so aus dem Haus gegangen. Hier mit noch so Make-up-Zeugs dran. Ganz schlimm. Also bevor jetzt weitergeht, unbedingt Hände waschen.